Ja, hallo und herzlich willkommen bei Gaming HD. Heute mit einer weiteren Folge Let's Play Euro Truck Simulator 2 sind wir auf unserer riesen 3000 Kilometer Tour. Mal gucken, ob wir den Termin hier halten. Mussten einen kleinen Umweg nehmen über Hamburg. Fast wieder ein bisschen verfahren, möchte ich mal sagen. Also müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen hier. Darf uns so nicht wieder passieren. Kann sein, dass ich hier auch mal ein paar Geschwindigkeiten missachte. Sollte man eigentlich nicht machen, aber weiß auch nicht, was das hier soll mit der 40 hier auf diesem Autobahnteilstück. Das haben wir mal einfach nicht gesehen. Ja, das wird eine interessante Tour durch im Moment Ostdeutschland, runter nach Italien, rüber nach Nordafrika. Gibt es bestimmt auch einiges zu sehen. Vielleicht habe ich auch endlich die Kohle, mir da unten eine Garage zu kaufen. Muss man mal gucken. Okay, da darf man noch ein bisschen mehr fahren. So, dann glatt mal ein bisschen Gas hier. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kommt hier so ein ominöses Autobahn-Dreieck. Hier nicht auch noch verfahren. Ja, da bleiben wir aber hier auf der Seite. Ganz schön viel Verkehr hier. Ja, mal wieder aufpassen, was unsere Vorderleute hier machen. Was die da so treiben. Diese ganzen Autobahn-Dreiecke, das kann nur Berlin sein. Kenne ich mich ja bestens aus da. Mal gucken, was hier vorne los ist. Staut sich ein bisschen. Aber ein bisschen langsamer fahren. Schön einfädeln. Wird auch langsam wieder hell, die ganze Angelegenheit hier. Sie sollten jetzt eigentlich Richtung Leipzig unterwegs sein. So Leute, los, was macht ihr da vorne? Das ist eine Autobahn hier und keine Landstraße. Sieht sie mit Sprit aus. Ja, kommen wir noch ein Stück hin. Jo, Freistaat Sachsen. Mein Lieber. Mein Gutster. So, es wird langsam wieder hell. Das sieht gut aus. So, gucken wir, wie lange wir noch fahren dürfen.
6 Stunden noch. Ja, geht noch. Da haben wir ja noch ein paar Kilometer zu reisen. Viel Verkehr, ja. Davon auch all auf den Bremsen. Sieht nicht wirklich flüssig aus hier, aber geht noch. Langsam davon, ne? Ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht drauf rauschen. So, ich möchte Richtung Leipzig. Ja, ist klar. Man muss nicht sehen, dass ich blinke. Mann, Mann, Mann. Oh, und schon mal schön rechts überholen, genau. Lassen einen manchmal auch ein bisschen wenig Platz, finde ich. Ich wollte gerade wieder ausscheren, aber die, manchmal hat man auch echt nicht die Chance dazu. So, dann sind wir immer noch auf der A9. Wir dürften Leipzig jetzt liegen gelassen haben. Berghoch hier hat er auch schon ein bisschen zu kämpfen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir uns hier einreihen müssen. So. Einfach geradeaus.
War jetzt nicht die beste Lösung, aber das ist, nur links ist mir das zu viel Verkehr. Ah, Leute, hier, was macht ihr da? So, wie viel Sprit habe ich denn noch? Jetzt kommen wir nicht den Berg hoch. Das wird noch eine Weile reichen. So, 4 Stunden können wir noch fahren. Ne, da müssen wir die Raststätte hier noch nicht mitnehmen. Genießen wir mal ein bisschen die Landschaft hier. Jetzt gucken. Ja, ich darf noch 3 Stunden fahren. Dann müsste man gleich dann mal gucken, wie das so mit den Rastplätzen aussieht. Irgendwo hier wird wahrscheinlich ein fieser Blitzer da auf dem Berg sein. Ja, da ist er doch schon. Warum ist eh. Oh, Alter. Wie krass er einschert vor mir.
Ich glaube, die nächste Tankstelle ist mein. Beziehungsweise Rastplatz. Sehr schöne Autobahnführung hier, bisschen getrennt dann. So, fahren können wir noch 2 Stunden, ja, ist optimal. Wieder berghoch. So, komm, mein Junge. Mach mal da ein bisschen hin im Rückspiegel. Dann halt nicht. Dann schere ich halt aus. Aufpassen auf meine Müdigkeit. So, im Moment keinen Rastplatz zu sehen. Vielleicht doch mal gleich auf die Karte schauen müssen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Spielraum. Na, 2 Stunden noch mal Spielraum. Das sieht schon mal gut aus. Ja, diese Bettanzeige täuscht manchmal ein bisschen. So, wir müssen eh hier ab. Richtung Mannheim, Zürich, Stuttgart. Ob ich jetzt ein bisschen zügig fahren muss hier, aber ich glaube, notgedrungenerweise treten wir mal ein bisschen aufs Gaspedal. Ja, wir werden müde. Würde ich mir jetzt Gedanken machen. Stunde noch. Ja, da kommt auch ein Rastplatz. Das passt doch wunderbar, perfekt. 500 Metern können wir auch tanken.
Das hat er gerade so hingehauen. So, da werden wir erstmal tanken. Ich weiß, dass du müde bist. Gibt ja auch gleich ein bisschen eine Mütze voll Schlaf. So. Dann würde ich sagen, wir setzen unsere Reise im nächsten Let's Play fort. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Let's Play Euro Truck Simulator 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Matti.